Hallo, herzlich willkommen hier auf Droidtools, heute mit dem Unboxing vom Sony Wireless Headset, und zwar dem SBH50. Und jetzt schauen wir uns mal die Verpackung und das Innenleben in einem kleinen Unboxing an. Los geht's! Nehmen wir mal das Messerchen zur Hand, schneiden hier hinten die Klebelasche auf und machen mal hier oben dieses blöde Plastikding weg. Was übrigens nicht wirklich leicht ist. Okay, wir nehmen einfach mal eine Schere. So. Und dann können wir das Teil auch schon problemlos öffnen. Haben wir hier die Verpackung. So. Die Lasche noch auf. Und dann kommt uns schon das ganze Innenleben entgegen. Ziehen wir uns mal raus und schauen uns das mal an. Wie gesagt, das wird jetzt hier nur ein Unboxing, kein Test. Für den Review kommt später. Und da werde ich dann noch das Video verlinken, sobald es online ist. So. Was haben wir in dieser Verpackung, die hier übrigens nicht wirklich gut steht? Was haben wir da auf jeden Fall alles drin? Schauen wir uns das mal Stück für Stück an. So, als erstes haben wir, nicht wirklich schön verpackt, aber wenigstens zweckmäßig, hier das Headset mit dem Bluetooth- und NFC-Modul und alles mögliche andere, ein Kopfhörer, und das Ganze schlängelt sich dann irgendwo in der Verpackung rum und verheddert sich. Nicht wirklich schön gemacht, aber egal. Dann haben wir hier so ein Netzteil zum Aufladen von dem Modul. Das ist auf jeden Fall sehr wertig verarbeitet, wunderschön. Und noch ein kurzes USB-Kabel, ein Micro-USB-Kabel zum Aufladen von dem Teil. Des Weiteren haben wir dann noch verschiedene Adapter für die unterschiedlichen Ohrgrößen, die der Mensch so hat. Und noch wunderbar ein paar Zettelchen, die eh kein Schwein liest. So, kommen wir aber zu diesem Teil. Fummeln wir hier mal irgendwie den Kopfhörer raus. Aha. So. Okay. Das erste Plastikschicht wäre weg. Dann hier das Kabel aus dem Schlitz hier rausführen. Ach du Scheiße. So. Okay. Und dann haben wir letztendlich diesen Clip hier. Hier drüben ist noch so eine Folie. Die können wir auch mal gleich abmachen. Ach du Scheiße, ist die fest. Egal. Schauen wir jetzt doch erstmal die Kopfhörer an. Die Kopfhörer, die mitgeliefert sind, sollen vom Klang sehr gut sein. Mehr gibt es natürlich im Review dazu. Hab's ja erst gerade ausgepackt. Angeschaut habe ich mir jetzt noch nicht wirklich. Also wir haben ja Kopfhörer, 3,5er Anschluss. Von der Länge her so, dass man das Modul hier schön am Kragen befestigen kann und nicht zu viel Kabel um den Hals hängen hat. In ihr Kopfhörer relativ gut verarbeitet, sollen so in der Soundklasse von bis zu 20 Euro liegen. So, und dann schauen wir uns jetzt mal dieses Modul an und versuchen nochmal hier diese Folie runter zu kratzen. Wir versuchen es mal. Da ist nämlich ein kleiner OLED-Display drin, der uns Informationen von dem Gerät anzeigen kann. Ah, herrlich, die Folie ist ab. Was haben wir an dem Gerät hier? Wir noch mal kurz hier ein bisschen Autofokus. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Und schauen uns das Ganze mal an. Hier haben wir eine Lautstärkewippe plus minus. Unten haben wir dann den USB-Anschluss und einen Anschalter. So gut kann man das jetzt nicht erkennen. Und dann haben wir hier den Pause- und Fortsetzungsbutton. Titel weiter, Titel zurück. Und ein Zurückschalter für das Menü auf diesem kleinen Bildschirm. So, was dieser Knopf macht, weiß ich jetzt intuitiv leider nicht. Und hier oben haben wir halt das Mikrofon und den Anschluss für den Kopfhörer. So, machen wir das einmal an, schauen wir, ob da noch was drin ist. Und schauen uns dann im Review gleich noch an, wie das Teil so verarbeitet ist, was es genau kann. Weil es ist in erster Linie dazu da, ein Headset zu sein, mit dem, was man sich so einfach an den Kragen steckt. Okay, da ist jetzt leider kein Saft drauf. Und dann steckt man da einfach einen 3,5er Kopfhörer rein und kann den dann per Bluetooth und NFC mit dem Handy verbinden und spart sich dann so ein langes Kabel, was dann noch irgendwo in der Gegend rumhängt. Außerdem kann man das als Musikradio verwenden und ja, wunderbares Teil eigentlich. Und mehr dazu gibt es dann im Review. Bis dahin, ciao und bis bald. Das war DTZ. Ich bin da mal weg.